Das Kabel hat mehr Bruchstellen als mein Ego zur Highschool-Zeit. Hab ich dich. Der sieht super aus. Kannst du mir helfen, den anzuziehen? Aber gern doch. Und steht er mir? Nicht nur dir. Fehlt nur noch der Einhornkopf. Wie eine Disco-Kugel. Ah, wie in den guten alten Zeiten. Ach, wie... Ich lasse ihn genauso... Larry, du hast es geschafft. Romantisches Licht, mein Kostüm... Was jetzt kommt, hast du dir redlich verdient. Und da ich im Timber-Profil gesehen habe, dass du auf Scroonicorn stehst, werde ich dir diesen Wunsch erfüllen. Du darfst alles mit mir tun, was du willst. Das machen schließlich auch alle anderen. Hm? Okay, das Sicherheitswort ist Approximationsalgorithmus. Aber du musst es sehr deutlich aussprechen. Wird vielleicht mit Ball im Mund nicht so einfach. Kein Problem, Baby. Obwohl... Was? Na, wie war es so mit deiner Freundin? Ich möchte nicht darüber reden. So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Komm, setz dich. Nein, danke. Ich stehe lieber. Ich kann's kaum erwarten, meine neue Timber-Punktzahl zu hören. Dein Punktestand bei Timber ist 38. Naja, immerhin wieder etwas mehr. Ich habe mein P-Phone schon mit BJs Computer verbunden. Wo ist denn das Kabel? Nein, drahtlose Datenübertragung. Das Ding hat sogar ein Modem eingebaut? Moment, ich schaue mir die Daten auf dem Rechner an. Kommst du da einfach drauf? Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Verstehe ich nicht. Ich komme auf den Rechner, weil ich große Brüste habe, Larry. Ah, natürlich. Ist. Verdammt, das Kabel passt nicht rein. Vielleicht habe ich es falsch herum versucht. Ich versuche, das Kabel andersherum einzustecken. Geht auch nicht. Okay, ich drehe es nochmal herum, aber was soll das? Huch, jetzt hat es geklappt.
Ich hasse USB.